Das Startprozedere geht dann los, sobald das Feld seine Formation angenommen hat. Ja, wir bekommen schon eine gute Kamera, glaube ich. Da mache ich mir jetzt hier keinen Heckmeck. Jetzt werden die Autos noch gerade gerückt und hier haben wir die letzten. Jetzt hat. Die fünf roten Lichter sind an und der große Preis von Australien in die Liga 2 ist gestartet. Und es sieht so aus, als könnte hier der Ferrari direkt den Haubi angreifen. Ich weiß nicht, ob es da eine Berührung gab. Da sind auch welche Ghost auf jeden Fall. Konnte Haubi da seinen ersten Platz verteidigen. Das Klassement, spinnt wieder ein bisschen rum. Deswegen kann ich darauf jetzt irgendwie nicht so viel geben. Auf jeden Fall hat Haubi seine Führung behalten. Hinten gab es scheinbar einige Kollisionen. Wie man hier sieht, auch das ganze Feld ist irgendwie noch wild am Gausten. Blaue Flaggen werden geschwenkt. Jetzt geht es hier zu 2 zu 3 auf Kurve. Was ist das? 7 zu? Ne, 6 müsste das sein. Genau. Und ich glaube, jetzt ist das auch wieder ein bisschen verlässlicher. Jetzt haben wir hier Rossini gegen Entsafte. Entsafte steckt zurück und da gab es einen riesen Crash. Und das ist UF1 El Gibbs. Boah, der ist heftig eingeschlagen. Virtuelle Safety Car. Boah, das war... Ja, das... Schweres Auto und dann da die Schikane gut erwischen. Eieiei. Hat er nicht hinbekommen, wahrscheinlich, ja, den Übersteuern wahrscheinlich. Und dann das Auto nicht mehr retten können. Oder kann auch sein, dass er kollidiert ist mit jemandem. Naja, auf jeden Fall ist er raus. Eigentlich auch eine Frechheit oder lächerlich, dass man hier nur ein virtuelles Safety Car hat. In der Realität, also der ist ja richtig brutal eingeschlagen. Hätte es mindestens ein Safety Car gegeben, wenn nicht sogar einen Rennabbruch. Ist auch schön, dass hier... Und das Gute in Liga 2 des Ghosting an ist. Ansonsten, der ist jetzt zurück auf die Strecke gebounced, gesprungen, abgeprallt. Für hier Ghosting außen wären da wahrscheinlich auch noch einige reingecrashed und es hätte eine richtige Massenkarambolage gegeben. So, anderthalb Runden sind rum. Wir gehen mal auf die Positionsänderung ein. Hier haben wir die Strategie eingeblendet, aber ich glaube, aufgrund des angekündigten Regens, der kommen kann man das erstmal vernachlässigen. Ja, die ersten fünf sind gleich geblieben. Yannick einen Platz gewonnen, Baerbohm einen Platz gewonnen, natürlich durch den Ausfall von Gibbs. Ja, und hinten gab es schon wieder Keile rein. Waren noch schon einige an der Box, unter anderem Tillmann und Garziano, wie es aussieht. Und da humpelt auch ein Racing Point, das ist MPPL, durch die Kurve 12. Turbulente Anfangsphase hier beim großen Preis von Australien. Jetzt hat. Die fünf roten Lichter sind an und der große Preis von Australien in Liga 2 ist gestartet. Und es sieht so aus, als könnte hier der Ferrari direkt den Haubi angreifen. Ich weiß nicht, ob es da eine Berührung gab. Da sind auch welche Ghost auf jeden Fall. Konnte Haubi da seinen ersten Platz verteidigen? Das Klassement, spinnt wieder ein bisschen rum, deswegen kann ich darauf jetzt irgendwie nicht so viel geben. Auf jeden Fall hat Haubi seine Führung behalten. Hinten gab es scheinbar einige Kollisionen, wie man hier sieht. Auch das ganze Feld ist irgendwie noch wild am Gausten. Blaue Flaggen werden geschwenkt. Jetzt geht es hier zu 2 zu 3 auf Kurve. Was ist das? 7 zu? Ne, 6 müsste das sein. Dass es da einen Vorfall gegeben hat, weil ich glaube nicht, dass der Yannick... Oder dass das vordere Feld hier dem Baerbohm schon 2,5 Sekunden wegfährt. In 2,5 Runden. Also in 2,5 Runden, nicht in 3,5 Runden. 3,5 Runden wären ja 7 Runden. 7,5 Runden und so viel sind noch nicht gefahren. Jetzt mit der neuen schnellsten Rennrunde. Wir gehen mal hier
zu Dommeltosaev, der den Biest jagt, der da wohl doch nicht so mithalten kann. Vielleicht setzt auch weniger elektrische Energie ein als die ersten beiden erstmal. Aber jetzt ist der Abstand schon 1,8 Sekunden. Letzte Runde zu gleicher Stelle. An gleicher Stelle war es noch eine Sekunde weniger. Tillmann jetzt mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Der war auch an der Box und hat sich. Schauen wir mal. Unten wurden die weichen Reifen eingeblendet. Ja, hier haben wir es. Rossimi ist auf hart gegangen. Tillmann auf weich. MPPL auf weich. Und der Garciano auch auf. Nicht nix auch. Der ist auf Medium gegangen. So rum nämlich. Hier kommt noch kein Angriff. Da ist mehr so noch die Ruhe von dem Sturm. Und da war aber das gute Imperium ganz weit draußen. Könnte auch eine Verwarnung gegeben haben. Und jetzt Yannick außenrum in Kurve 3. Nee. Und hier haben wir auch Chris Melvistan, der mit seinem weichen Reifen jetzt versucht, an Didi Paul vorbeizugehen. Klappt es bei ihm jetzt hier außenrum und es geht. Er schafft das Manöver und ist das Imperium auch aus dem DRS-Fenster gefallen von Tosaev, was jetzt natürlich ganz fatal ist. Und da drückt der Yannick da jetzt schon ordentlich. Ja, man sieht, der klappbare Heckflügel öffnet sich nicht hier an der Stelle beim Imperium. Der ist so weit weg. Vorne, da fährt der Scholl auch mehr oder weniger dem Haubi hinterher, der wartet vielleicht ein bisschen ab, weiß, dass seine Stunde noch schlagen wird. Also ist jetzt nicht so in Angriffslaune. Jetzt ist das Imperium auch wieder im DRS-Fenster, zumindest für diesen Augenblick, vom Tosaev. Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass der Uwe 1L Gips schon wieder im Fahrerlager angekommen ist. Wurde einmal im Medical Center durchgecheckt, war okay, der war auch schon bei den Interviews und hat gemeint, er ist in Kurve 12 zu weit innen über den Körb gefahren und hat dadurch das Auto verloren. Ist natürlich ganz bitter. Aber das passiert schnell, gerade noch voll getanktem Auto. Und jetzt haben wir hier Yannick gegen das Imperium und jetzt ist auch Yannick vorbei. Und ich habe da gerade auch schon ein Auto von den beiden Blinken gesehen. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Das glaube ich war schon das vom Imperium. Na, aber was ich noch sagen wollte, Kurve 11, 12, das ist da auch schon. Also einer der Top 10 Kurven hier in dem gesamten Spiel, wo man das Auto verliert. Also,
Da gibt es natürlich noch andere Kurven, wo es noch öfter passiert. Aber auf der Strecke ist ganz klar hier Kurve 12 die Kurve, wo man am häufigsten das Auto verliert. Wo es auch am leichtesten ist, da Fehler zu machen. Und da habe ich, glaube ich, wen an die Box fahren sehen. Und das ist der gute Tosaev. Genau. Wir sind jetzt in Runde 8. Meine Prognose war, die Reifen halten bis Runde 12. Oder er beugt schon mal dem Regen vor. Und wenn ich das richtig sehe, geht er jetzt hier nochmal auf den weichen Reifen. Und das könnte jetzt eine ganz entscheidende, interessante Wendung werden. Also zwei Stop macht hier wenig Sinn, wenn es trocken bleibt. Deswegen ist das jetzt für mich der ultimative Anhaltspunkt dafür, dass es in dem Rennen noch zu regnen beginnen wird. Oh, hier war der sehr weit draußen. Hoffentlich hat das keine Verwarnung gegeben. Natürlich muss jetzt hier auch Tosaev schnell an Didi Paul vorbei. Wird dann wohl hin zu Kurve 14 passieren. Oder vielleicht jetzt schon bessere Traktion. Ah, Didi Paul ist auch ein schlauer Fahrer, der weiß, ich fahre nicht gegen Tosaev, der ist eh schneller. Ich lasse ihn vorbei. Und jetzt haben wir Haubi, der an der Box ist. Und der wird jetzt das gleiche machen. Oder auf Nummer sicher gehen und auf Medium wechseln. Und da stehen gelbe Reifen, wenn ich das richtig sehe. Genau. Der traut sich das nicht so. Und jetzt haben wir hier noch mehr an der Box. Nämlich Beastie, der auch auf den Medium geht. Jetzt haben wir hier, wer ist das? Bebo, der auch auf den Medium geht. Und wir haben sogar das Imperium, welches auf den harten Reifen geht. Das ist natürlich jetzt ein krasser Kontrast von Tosaev. Wo haben wir ihn? Der auf dem weichen Reifen ist. Ein paar Plätze dahinter. Das Imperium, welches auf den harten Reifen gegangen ist. Ja. Man sieht auch, durch den Undercut von Tosaev ist er an Beastie vorbei und jetzt auch weiter weg vom Imperium. Ja. Also das war ein schlauer Schachzug für jetzt. Und man sieht da oben schon ein bisschen die Wolken. Es zieht sich immer weiter und weiter zu. So, Haubi muss jetzt hier natürlich schnell am Mercedes von FM vorbei. Jetzt einfach innen rein. Wäre, glaube ich, die beste Variante gewesen. Stattdessen fährt ihm außen aufs Vorderrad. Und somit sind, glaube ich, alle Sieghoffnungen mit einem Moment dahin. Jetzt verliert der FM auch noch fast das Auto. Hoffentlich hat er dadurch jetzt keinen Platten vorne links. Nee, scheint nicht so zu sein. Aber das ist ganz bitter. Das muss ich auch Haubi da auch zu 100% da selbst auf die Kappe schreiben. Und wir sehen jetzt auch Scholl hat den Overcut gemacht. Und ist vorbei, ist auch auf den weichen Reifen gegangen. Ja, das ist jetzt ganz bitter. Der wird ja gelb mindestens sein. Vorne rechts bei Haubi. Eieiei, ist das bitter. Was er hoffen kann, ist, dass es jetzt schnell anfängt zu regnen, dass er dann in die Box kann und dann vielleicht den Frontflügel wechseln kann. Will jetzt nochmal in die Box zu fahren, um zu wechseln, macht natürlich keinen Sinn. Hier, Tosaev überholt jetzt hier sehr schön, wollte ich sagen, Mampe, aber holt sich dabei eine Zeitstrafe. Das hat, glaube ich, jetzt nicht Not getan, da war er einfach zu weit innen. Eieiei, ist das bitter.
So, German X war auch vorne und Entsafte, die können natürlich jetzt noch einige Runden draußen bleiben. Und es wird jetzt schon sehr schnell, sehr stark bewölkt. Wenn es jetzt gleich anfängt zu regnen, dann haben die natürlich jetzt den Ultra-Vorteil. Dann sparen die sich nämlich einen Stop. Ich habe ja eingangs gesagt, die Mediums halten ungefähr 18 Runden. Ja. Können wir vorstellen, dass es noch vor Runde 18 anfängt zu regnen. Jetzt haben wir hier auch Yannick, der beim Mampe drückt. Wird jetzt hier wahrscheinlich genauso wie Tosaev eine Runde zuvor innen in Kurve 9 Clark vorbeigehen. Genauso sieht's aus. Und Beastie gleich mit. Ja. Und wir haben eine gelbe Flagge und es ist eine Renault und es ist der Renault von Bebo. Vorne links. Kaputt. Virtuelle Safety Car. Ah, ärgerlich. Wahrscheinlich da weggedreht. Aus dem Kurve 10. Ich habe hier mal geguckt. Entsafte und German X-Varo, die fahren alle weiter. Und ich sehe die ersten Tropfen hier. Es tröpfelt im Albert Park. Mal sehen, wie schnell es jetzt nass wird. Es kann natürlich sein, dass es jetzt... Durchfahrtsstrafe. Für wen, Didi Paul? Es kann natürlich sein, dass es jetzt innerhalb von einer Runde schon nass wird, dass man auf Intermediates wechseln muss. Kann aber auch sein, dass es 10 Runden dauert. Also... Wir werden sehen. Wo haben wir denn hier gerade Action? Bei Beastie und bei Yannick. Aber davor haben wir auch noch eine Dreiergruppe. Und zwar Tosaev jetzt gegen den Mercedes von FM. Davor ist der Alpha Tauri von Haubi, der Beschädigte. Und jetzt geht hier FM auf die Innenseite zum Verteidigen. Und jetzt, boah, ich dachte jetzt, Tosaev fährt dem jetzt auch davor aufs Vorderrad. Aber kommt jetzt hier ins Rutschen, bekam die Traktion nicht auf den Boden und dadurch ist UF1L Yannick vorbeigegangen. Stark gemacht. UF1L Yannick blinkt auch schon und das ist noch ein... Doch, das ist schon wegen dem Regen. Alle blinken nämlich. Beastie 3 Sekunden. Ich gehe mal in eine Onboard-Kamera, um zu sehen, dass der Regen... Jetzt hier, FM hat einen Fehler gemacht, schön ausgenutzt. Von den beiden Autos dahinter, wollte ich sagen, ja... Sind auch beide Autos dahinter. Und vielleicht kommt jetzt auch noch Beastie vorbei. Aber außenrum in der vorletzten Kurve. Ja, FM, der überschießt da komplett. Nimmt da auch schon fast den guten Beastie mit. Und jetzt haben wir hier die ersten Fahrer an der Box. German X-Varo hat jetzt das große losgezogen. War noch nicht an der Box und geht jetzt auf die Intermediates. Genauso wie in Safte, Haubi. Ja. Da haben sie wahrscheinlich den Frontflügel gewechselt, deswegen hat es so lange gedauert. Und Scholl, der will noch nicht an die Box. Ich gehe nochmal hier in die Onboard. Es sieht auch noch nicht so wirklich nass aus. Aber ich glaube, es ist schon Zeit. Ja, hier, boah, wie es untersteuert, er lenkt und das Auto, das reagiert ja quasi gar nicht. Damit, oh, den Safter aufpassen, damit könnte der jetzt einige Plätze verlieren. Man sieht auch eben, was noch über 15 Sekunden zwischen Scholl und German X-Varo, jetzt sind es schon 13,4, 13,3, 13,1, 13,0, Tosaev-Zeitstrafe. Ja, und Haubi jetzt hier mit dem gewechselten Frontflügel ist hinter Mampe zurückgefallen. Und im Regen ist Überholen noch mal ein bisschen schwieriger, weil man hat halt das DRS, den Klappflügel, die Überholhilfe nicht. Und jetzt holt sich Haubi auch noch eine Zeitstrafe. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie weit Scholl zurückfällt. Vor dem Stop war er
Also, als es noch trocken war, war er Dritter. Und jetzt ist er immer noch Dritter. Super. Aber mit einem größeren Rückstand, ja. Und der Racing Point hinter ihm ist auch kein direkter Konkurrent, sondern eine Überrundung. Okay, gut. War das ja gar nicht mal eng oder so. Hobby, der merkt jetzt, wie schwer es ist, hier zu überholen. Ja, er hätte hier wohl den Sieg heimgefahren. Und jetzt fährt er hier auf Platz 9 rum. Ist ganz bitter. Oh, hier jetzt schöner Drift. Jetzt haben wir auch die Hälfte des Rennens rum. Dann stelle ich mal die Telemetrie ein. Und die Abstände, die sind jetzt auch etwas größer geworden. Auf dem Satz Intermediates wird man durchfahren können. Mehr oder weniger ohne Probleme, also die halten das schon aus. FM wurde jetzt auch nach vorne gespült. Ja, mit seiner Strategie. Er hat nämlich auch erst, also nur ein Stop gemacht, genauso wie vorne Germany Xaro entsafte. Und auch Mampe, das sind die Fahrer in den Top 10, die nur einen einzigen Stop gemacht haben. Ja, man hätte auch eigentlich theoretisch vielleicht mit dem weichen Reifen bis zum Regen fahren können, aber man kann es halt nicht riechen, wenn es anfängt zu regnen. Hätte natürlich auch 3 Runden später anfangen können. Weiß man natürlich vorher alles nicht. So, hier haube ich schon wieder mit dem Quersteher in Kurve Nummer 8. Fährt er auch mit Überholen durch und jetzt hier außen rum gegen Mampe. Ja, hat er. Hat er doch einen Weg vorbei gefunden. Nächstes Ziel, FM. Fall der Haubi, der ist schon schneller als auch der FM und ja, dann sind's, wenn er am FM vorbei sein sollte, sind es auch 6 Sekunden zu Beastie. Aber das schafft, das weiß ich noch nicht. Aber er ist jetzt auf jeden Fall schon 6 Zehntel hinter FM und eben waren es noch 1,5 Sekunden. Ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Auch wieder leichter Quersteher, konnte jetzt hier nicht genug Schwung mitnehmen, um hier anzugreifen. Oh, und er fährt sich schon wieder den Frontflügel an FM kaputt. Na, außenrum jetzt hier, das wird nix. Diesmal ist der Schaden vorne links. Und das wird wieder mindestens gelb sein. Oh, Haubi. Das ist bitter. Apropos bitter. Bebo in der Wand. Fährt dann nochmal in die Wand, damit er jetzt auch sich auch schön den Frontflügel kaputt macht. Hier, die Strecke geht links rum. Also, er linkt da wild nach rechts, da ist die Wand. Da kommt er dann nicht weit. Jetzt wird die Streckenbegrenzung auch neu interpretiert und sich mit Absicht weggehauen und ein Safety Car provoziert. Damit werden die ganzen Abstände wieder neutralisiert. So, wo haben wir hier? Ja, das Safety Car. Ja, nee, die sind gerade beide dran vorbei. Hier bei Entsaft, da sieht man das noch.
Er darf natürlich vorbeifahren. Und Yannick, boah, mit stehenden Rädern geht's da an die Box. Tosaev hat's nicht gepackt zu bremsen. Ich dachte, es gibt 5 Sekunden. Ärgerlich. So, und auf was gehen die denn jetzt, bitteschön? Das würde mich mal interessieren. Die gehen nochmal auf frische Intermediates. Und dafür geben sie ein paar Plätze her? In den Bedingungen? Auf der Strecke? Ob das jetzt der richtige Schachzug war? Das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. So, dann haben wir jetzt hier unsere erste richtige Safety-Car-Phase der Saison. Und so kommt auch Scholl wieder an German X-Varo ran. Das könnte dann nochmal spannend werden um den Sieg. German X-Varo geht auch an die Box. Ja, wenn jetzt einfach Scholl draußen bleibt, dann wird er die Führung übernehmen. Hält sich hier natürlich ans Delta, aber er geht auch in die Box. Oder wird es wieder trocken? Also ich verstehe das hier nicht ganz, was die machen. Die hätten damit mit dem Intermediate-Satz durchfahren können. Die halten roundabout 18 Runden. Hätte gepasst. Aber dadurch, dass hier die alle an die Box gehen, verliert weder Entsafte noch German X-Varo hier einen Platz. Nur FM kommt dadurch weit nach vorne, weil hier einige an die Box gingen. Hat aber jetzt auch schon 5 Runden auf dem Reifen drauf. Ja. Aber beim Safety Cutter nutzen die sich ja auch nicht so stark ab. Also das passt schon. Jetzt haben wir hier Tosaev nochmal an der Box. Der jetzt weit dadurch zurückfallen wird. Ist jetzt auf der 10. Tillmann dahinter. Ja, war weit genug weg. Über 25 Sekunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt haben wir hier die Safety-Car-Phase. Sobald wohl alle aufgeschlossen haben, wird das Safety-Car wieder reinkommen. Aber man sieht es ja auf der Karte. Die sind alle, das ganze Feld ist schön verstreut. Sparen und elektrische Energie kann man wieder auf 100% auffüllen, haben auch schon wieder fast alle gemacht, aber im Regen dafür braucht man eh nicht so viel ERS. Da wird das eh nicht so viel gebraucht. Können wir ja mal schauen, jetzt wo das Feld wieder neutralisiert ist. Können wir mal schauen, wer ist denn so der große Gewinner bisher des Rennens und wer sind die größten Verlierer? Hier German X-Varo, 11 Positionen hat er gut gemacht. Sehr stark. Und ja, Gibbs und Berbo, die sind ausgeschieden.
Aber ich würde sogar sagen, Haubi ist der größte Verlierer. Weil von Pole und dann zweimal selbst für Schulde den Frontflügel kaputt gefahren. Ja. Das ist ja schon bitter. Wir haben, glaube ich, schon einen Überrundeten und das ist hier der Empape L, der hier zwischen den... Zwischen wem hängt der hier? Das müsste der FM sein und hinter ihm dürfte das Beastie sein. Ja, ein Ferrari, das ist Beastie. An seiner Stelle würde ich jetzt lieber an die Box gehen, also an Empape L Stelle, um da jetzt kein Chaos oder so zu stiften. FM natürlich auch gut mit seinen 10 Positionen. So, das wird jetzt wohl die letzte Runde des Safety Cars sein. Dann haben auch die letzten aufgeschlossen. Da ist noch der Rossini und der Hyper, der noch mal in der Box ist. Aber die werden das schaffen, in der Runde wieder dran zu sein. Es wird hier auch schon... Werden auch schon wild die Räder durchdrehen gelassen von Germany's Varro. Didi Paul holt sich hier die erste Zeitstrafe. 5 Sekunden schwere Kollision mit wem verursacht. Darauf wollte ich eigentlich erst gleich zu sprechen kommen, wenn der Safety Car reingeht. Weil da ist eigentlich immer erst die Phase, da staut sich dann nämlich das Feld noch mal enger zusammen, weil der führende Abstand vom Safety Car nimmt. Da passiert es eigentlich häufiger. Dass einem hinten reingefahren wird. Aber jetzt war es schon vorher. So. Germany's Varro bestimmt das Tempo des Feldes in Sektor 3. Na, Garciano holt sich auch eine Zeitstrafe. Das ist ganz bitter. Überholte werden darf. Abwehr, Start und Ziellinie. Da hat sich Scholl schon neben Insafte da teilweise gesetzt. Das ist immer ganz gefährlich. Ja, und die sind auch kollidiert. Und jetzt hat Scholl eine Zeitstrafe erhalten. Verdient. Und Germany's Varro gibt jetzt wieder Gas, überholen und hat den Restart vorzüglich hinbekommen. Ja, und hat sich da gleich mal fast eine Sekunde abgesetzt vom Insafte. Aber die ganzen Abstände, die sind hier... wer geht denn da weit? Das ist ein Alfa Romeo, das ist der von Mampe. Didi Paul ist gerade unten ploppt, dass er nochmal eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen hat. Ey, das ist bitter, aber er ist sowieso außerhalb der Punkte. Reifen... So ein eherlaufender Intermediate. Der mit den ältesten Reifen ist der FM da vorne. Das ist eigentlich das, was man wissen muss. Der hat den gravierendsten Nachteil. Ansonsten alle auf gleichem Niveau, was die Reifen angeht.
DSM, der hält jetzt hier auch, wie es aussieht, die Fahrer ein bisschen auf. Aber man muss auch erstmal überholen können. Bisky kommt noch nicht vorbei, obwohl er mehr elektrische Energie in die Runde eingesetzt hat. Da kann man schon mal sehen, wie schwierig das ist. Er muss hier einen guten Ausgang aus der letzten Kurve erwischen oder auch aus Kurve 2 oder vielleicht auch Kurve 11, 12 besser erwischen und dann den Windschatten gut nutzen hin zu Kurve 14, 13, Entschuldigung. Leichter gesagt als getan. Und Haubi darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Der ist, glaube ich, der schnellste von den vier, den wir hier zuschauen. Ja, und schon wieder da der gleiche Quersteher, wie auch schon zweimal zuvor beobachtet. Da hat er ein paar Probleme. Und schlägt ein. War das Haubi, der da reingeschlagen ist? Ich glaube. Aber der Frontflügel sieht noch ganz aus. Also alles Paletti hier, sehr schöne Kameraansicht. Ja, und der FM, der hält da echt jetzt den ganzen Verkehr auf. Der muss das aber auch nur ein bisschen. Also gleich sind wir in Runde 23. Das müssten denn noch 7 Runden sein. Nee, 8. Weil die 23. Runde wird ja auch gefahren. Nee, sind doch nur 7. Meine Güte. Hinten geht ein Red Bull weit. Das ist Rosalf gewesen. Wurde dann auch direkt überholt von Tillmann. Ich glaube, das hier wird der Kampf sein, der uns jetzt bis zum Rennende hier begleitet. So, Beastie jetzt gegen FM, aber hier führt wieder kein Weg dran vorbei. FM hat jetzt auch schon 6 Sekunden verloren. Jetzt geht Tosaya wieder vorbei an Tillmann. Schon 6, fast 7 Sekunden verloren auf die Fahrer vor ihm. Natürlich ein bisschen auch durch die Reifen geschuldet. Ja. Wäre ja schön für FM mit einem zweistelligen Punkteresultat in die Saison zu starten, wenn ich daran denke, wie letzte Saison wurde. Ja. Da war nicht so viel zu holen für ihn und Halper. Und das wäre jetzt mal schön für den FM. Wenn er hier Vierter, Fünfter oder was auch immer wird. Er könnte theoretisch auch Beastie vorbeilassen. Der hat eine Zeitstrafe. Aber wäre wohl noch zu früh, wenn er ihn jetzt, also wenn jetzt Beastie ihn überholt. Dann würde er wahrscheinlich 3 Sekunden wegfahren. Hier ist Beastie immer am nächsten dran, habe ich das Gefühl. Hin zu Kurve 9. Hat auch gleich schon ein Fünftel nur noch der elektrischen Energie. Hat gleich noch 20%, ja. Und jetzt ist er da aber sehr gut dran. Aber außen, das wird nix. Es wird doch was. Ja, und ich glaube, jetzt kann da der FM auch nicht dran bleiben.
Wir können ja mal schauen hier, der wird schon angeschubst jetzt vom Renault. 9 Sekunden hat Beastie, okay, ich glaube, schon da kann er dranbleiben. Und die hinter ihm haben auch 6, 6, 9, also, ja. Ich glaube, Yannick ist auch ein bisschen ein aggressiverer Fahrer als der Beast hier. Also der wird da jetzt nicht so lange fackeln, denke ich. Hat man ja auch schon gerade gemerkt, als Yannick den FM ein bisschen angestupst hat. Das ist dem Beast nicht passiert, aber jetzt macht hier der Yannick den Haubi. Und verliert da fast das Auto an der Stelle. Und ich glaube ja, hier. Bis Platz 11 ist es jetzt hier eine schöne Truppe, würde ich sagen. Wo hier vielleicht wieder leichter Kontakt? Ich weiß es nicht, konnte man nicht genau erkennen. Was ich auch mal nachgucken kann, ist vorne. Ja, Scholl hat 5 und Entsafter 8. Da kann er auch einfach dahinter bleiben. Er ist einfach zu weit weg. Und so langsam gehen denn hier den Fahrern auch die Runden aus. Sie sind jetzt schon in Runde 26 vor 29. Ja. Wenn man hier noch was reißen will, dann sollte man das in den nächsten Runden tun. Sollte schnell gehen, wollte ich zuerst sagen. Und jetzt scheint, als wäre Yannick wieder deutlich besser rausgekommen aus Kurve 12. Aber kann jetzt da wieder keinen Angriff setzen. Die schieben sich da schon alle fast gegenseitig an. Ich glaube aber, hin zu Kurve 13 ist die beste Chance für Yannick. Der muss nämlich an FM vorbei, weil beide haben keine Zeitstrafe. Also die werden jetzt auch wirklich kämpfen. Vielleicht jetzt hier mal ein besserer Ausgang, aber nee, jetzt hier schon wieder ein Quersteher, das wird schon wieder nicht reichen. Vorne gekracht? Nee. Oder? Das ist auf jeden Fall ein Haas langsam. Ich dachte kurz, weil da war nämlich auch ein Ferrari in der Zone, auf der Teil der Strecke. Da dachte ich schon, der Scholl-Berührung mit der Wand. Wer war's? Haubi wieder? Oh, jetzt geht's hier zu zweit in Kurve Nummer 11. Ja, und oh, das ist ganz bitter und Garciano. Oh, jetzt geht's hier zu dritt. Hin zu Kurve 13. Eieiei. Ja, zu zweit? Durch Kurve 11, 12 fahren zu wollen, das ist ja eigentlich schon unsinnig. Kostet
viel Zeit und ist dazu dann auch noch gefährlich. Ist irgendwas unnötig da, die Kollision. Und es war scheinbar echt Taubi, der da auch noch einen Teil vom Frontflügel verloren hat. Ich glaube, es hat auch aufgehört zu regnen mittlerweile. Ja, bitter für Haubi. War auf Paul. Sah wie der sichere Sieger aus. Also nicht der sichere Sieger, aber war auf gutem Wege, das Rennen zu gewinnen. Bis es dann passierte mit dem FM. Und hier hat sich Gommel-Tosaev gedreht noch. Ja, kann man sagen, anderthalb Runden fast vor Schluss. Lag auch in den Punkten, das ist jetzt ärgerlich. Hätte mich auch gefreut für ihn, wenn er hier in die Punkte gekommen wäre. Hat ja auch ein starkes Qualifying gezeigt. So, jetzt haben wir auch wieder DRS aktiviert. Oh, jetzt ist nochmal ganz interessant. Ja, jetzt hat der Yannick hier auch DRS. Und jetzt geht's in die letzte Runde des großen Preises von Australien hier in Liga 2. Boah, der FM, der fährt jetzt hier auch schon Kampflinie in die vorletzte Kurve, Kurve 15 hinein. Und dann ist das Imperium da sogar noch in Schlagdistanz, da noch den Yannick anzugreifen, weil das macht keinen Sinn, der hat ja eine Zeitstrafe. Also an Imperium-Stelle würde ich da jetzt nichts mehr tun. Aber jetzt Yannick. Yannick gegen FM. Kommt hier was? Kurve 3. Stehende Räder, aber kein Angriff. Da vorne auch Beastie, das waren doch auch mal. Waren doch auch mal über 4 Sekunden. Welche Beastie vor FM waren. Schmilzt auch dahin. Vielleicht hat sich da der Beastie den Frontflügel ein bisschen angehauen. Dann kann ich mir das nicht erklären, warum er so viel verliert und jetzt ist er sogar raus! Da steht er. Hat wohl das Auto. Ist wohl quer gekommen. In der langgezogenen Rechtskurve. Wie auch schon Haubi immer davor. Und hat dann das Auto dann komplett verloren. So, und mal sehen, was wir jetzt hier noch geboten bekommen. Yannick, da hätte ich. Wäre, glaube ich, außen ein bisschen. Innen ein bisschen besser gewesen. Aber außenrum geht es auch. Aber wir wollen jetzt auf den Sieger gehen. Germany Xvaro gewinnt das Rennen vor Scholl und Entsafte und FM, der packt es echt. Vorne zu bleiben, hat jetzt auch noch DRS. Fotofinish. Yannick hat noch eine Zeitstrafe gehabt, scheinbar, wie es aussieht, weil das waren keine 3 Sekunden. So, dann haben wir das Imperium auf 7, Mampe nicht auf 8 drin, sondern Rossini, Hyper, beide Mercedes in den Punkten. Und Mampe auf der 10, Garciano 11, Gommel-Tosaev 11 natürlich. Garciano, nein, Tillmann ist auf der 11, Tosaev auf 12, Garciano auf der 13, Chris Melvistan ist auf Platz 14 und Taubi. Ja, der wird sich sowas von ärgern. Jetzt, das muss man sich nicht geben hier mit dem Motor. Ist natürlich sehr bitter für Haubi gelaufen. Werde ich jetzt mal das Podium einladen.